Ja, herzlich willkommen zum 30. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute zum zweiten Mal im neuen Format, nicht mehr im Haus der Religionen in Hannover auf dem Podium, sondern unterwegs im Land bei einem interessanten Gast. Und wir sind heute beim Fachrat Islamische Studien in Hamburg und unser Thema ist, welche Bildung braucht die deutsche Moscheejugend? Islam ist ja in Deutschland noch nicht lange zu Hause. Im Grunde gab es vor den Anwerbeabkommen mit der Türkei 1961 nur sehr wenige Muslime im Land. Seither ist die Zahl stark gestiegen auf jetzt vermutlich über 4 Millionen. Und viele dieser Muslime leben längst hier in zweiter, dritter, vierter Generation. Es sind, wenn man das so sagen darf, deutsche Jugendliche, die die Moscheen besuchen. Und unsere Frage heute ist, welche Art von Bildung brauchen eigentlich diese Jugendlichen? Welche suchen sie? Welche bekommen sie in den Moscheen? Und was hätten sie gerne, wohin sich die Sache entwickelt? Und ich freue mich, dass wir zu Gast sein dürfen heute beim Fachrat Islamische Studien. Ich begrüße herzlich Neta Wargi. Sie sind Islamwissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin, gebürtige Hamburgerin, lange Zeit Mitglied gewesen in der Schura, einem der Landesverbände, und im interreligiösen Forum Hamburg. Mhm. Danke, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen, heute hier in der albanischen Moschee zu Gast, die man im Hintergrund sieht. Genau. Erste Frage, was ist das, der Fachrat Islamische Studien Hamburg? Mhm. Genau, also der Fachrat Islamische Studien ist ein Verein mittlerweile. Gegründet haben wir uns im Jahre 2014. Als Verein sind wir seit 2015 auch tätig und wir beschäftigen uns einfach mit der islamischen Lehre und die Mitglieder sind auch quasi Akademiker oder Akademikerin aus den Disziplinen Islamwissenschaft, Islamische Theologie, Religionswissenschaft oder Erziehungswissenschaften. Ja, das heißt, Sie haben irgendwie Islam studiert und gehen jetzt mit dieser akademischen Kompetenz, die an einer deutschen Universität erworben wurde, in die Moscheen. Um was genau zu tun? Ja, also wir haben nochmal vorab kurz, also wir haben im Verein verschiedene Bereiche. Also ein Bereich ist der Bereich der Bildung. Ja. Ein Bereich ist der, da findet auch quasi die Jugendarbeit statt. Dazu komme ich ja auch gleich. Der andere Bereich ist die akademische Lehre, so, wo wir auch tätig sind an der Akademie der Weltreligionen. Also Universität Hamburg. Genau, Universität Hamburg in Form eines Tutoriums für die angehenden Lehrer und Lehrerinnen für islamische Religion. Aha. Und dann nochmal der Bereich interreligiöser Dialog. Ja. So. Und im Bereich Bildung haben wir eben dieses Peer-Projekt, das seit Juli 2016 auch von der Stadt Hamburg finanziert wird. Also besser gesagt von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Mhm. Und das passiert im Rahmen, also das ist ein Präventionsprojekt. Aber die Idee entstand damals 2014/15 quasi als ja, also damals hieß es noch Bekämpfung, ne? Des also religiös begründeter Extremismus. Das heißt, wir müssen die Bildung jetzt so begründen, dass wir sagen, wir machen es als Prävention gegen Extremismus, dann wird es finanziert, ja? Also so wurde das gemacht, aber das war gar nicht unsere Idee. Ja, ja, das hatte ich jetzt vermutet. Genau, das war gar nicht unsere Idee, sondern genau, wir haben einfach gemerkt, dass es in den Moscheen zwar Unterrichte gibt, den klassischen Unterricht, das haben Sie schon vielleicht erwähnt, also den Koranunterricht. Also was lernt man in so einem normalen Koranunterricht in der Moschee? Man lernt den Koran auswendig und das ab 5, 6 Jahren circa, plus nochmal, es gibt in einigen Moscheen findet auch die Lehre der arabischen Sprache, der Koran ist ja auf Arabisch, so damit die Kinder dann auch, eigentlich verstehen sie nicht, was sie lesen, aber zumindest lesen können. Das ist der Punkt, das heißt, sie lesen es auf Arabisch, aber sie verstehen nicht, was sie lesen, weil sie die Sprache nicht können, sie können im Grunde nur die Buchstaben lesen. Genau, ja. So. Und dann wird auch nochmal quasi die Muttersprache der Eltern gelehrt. Ja, so. Ja.
Und das sind die Unterrichte, die stattfinden in den Moscheen. Das ist das Übliche. Und was jetzt ist der Unterschied zu dem, was Sie machen? Genau. Was wir machen, ist ein Bildungsformat in den Moscheen in der deutschen Sprache, ja. Wo eben Jugendliche, die quasi, ja, oder sie denken ja eigentlich Deutsch und leben in Deutschland und kommunizieren auch auf Deutsch und drücken sich aus auf Deutsch. Und somit ist dann die deutsche Sprache für uns erstmal primär. So, ja. Also wir haben gesagt, okay, wir möchten jetzt sozusagen erstmal ein Bildungsformat auf Deutsch anbieten. Das heißt, die, wenn in der Moschee im Koranunterricht die Herkunftssprache der Eltern oder gar der Großeltern gewählt wird, ist das im Grunde für die Jugendlichen kaum noch verständlich oder sie können damit eigentlich nicht wirklich umgehen? Also sie können schon damit umgehen, also ja. Teilweise wird es auch hier und da in der Familie oder zu Hause gesprochen, aber oft sagen sie selber, dass sie das nicht so gut sprechen können und auch nicht so gut verstehen können. Ja. So. Und der Zugang zur deutschen Sprache ist einfach leichter, ist da. Völlig klar. Und so haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das eben auf Deutsch und da können alle Jugendlichen hinkommen. Also auch wenn wir jetzt hier machen, in dieser Moschee, nehmen wir an, hier gibt es auch tatsächlich ein Format für Geflüchtete. Und da müssen sie jetzt nicht Albaner sein, sondern egal woher sie kommen, Hauptsache sie verstehen, was da gelehrt wird. Ja. So. Und uns geht es ja auch darum, dass die Jugendlichen eben lernen zu reflektieren, dass sie auch lernen, Fragen zu stellen, so, auch kritische Fragen zu stellen, dass sie eine Methodik mitbekommen. Wie können Sie sozusagen Ihr Denkvermögen so trainieren, dass Sie dann selber zu Ergebnissen kommen? So, und das ist eigentlich unser Ziel. Weil das ist für die normale Moschee etwas sehr, sagen wir, Exquisites, Ungewöhnliches. Ja? Normalerweise wird nicht reflektiert, sondern auswendig gelernt. Kann man das so plump sagen? Ja. Genau, also der Koran wird immer auswendig gelernt und auch von der Tradition her wurde er immer auswendig rezitiert. Ja. So. Wenn ich jetzt aber wissen will, was steht da eigentlich, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn man die Sprache nicht kennt, aber auch Araber haben nicht unbedingt den Zugang zum Koran. Genau. Ich meine, wenn ich das Arabisch verstehe, dann weiß ich dann noch nicht, was bedeutet das da jetzt. Ist da doch auf sehr schwierige Texte. Genau, das stimmt. Also da kann man auch eine Übersetzung dazu nehmen, die hilft einem zum Verstehen. Und wenn man tiefer gehen möchte, dann nochmal zur Interpretation. Ja. Da gibt es ganz viele. Ja, aber all das kriegt man im traditionellen Moscheeunterricht nicht. Aber bei Ihnen, wenn ich jetzt frage, was heißt das und warum steht das so, dann finden Sie es interessant und wir kommen in Gespräch. Ja? Genau, genau. Also all diese Fragen können diese Jugendlichen stellen. Ja. Also die Themen, die wir dann behandeln in diesen Bildungsformaten, sind natürlich intrareligiöse Themen, aber auch interreligiöse Themen, auch Umgang mit Diversität, Ethik, aber auch Unterschied zwischen Religion und Vernunft zum Beispiel, wobei ja eigentlich ohne Vernunft kann man nicht glauben, so. Aber auch die Fähigkeit, ihnen zu geben, zu unterscheiden zwischen tatsächlich Religion und Ideologie zum Beispiel. Also das sind alles so Themen, die wir versuchen, alle zu integrieren. Ja. Plus natürlich ihre speziellen Fragen, die sie meistens von der Schule mitbringen. Ja, kritische Auseinandersetzung. Könnten Sie ein Beispiel bringen dafür? Weil Kritik ist ja oft in Bezug auf Moscheen oder Islam so eine Sache. Selbstkritik, viele sagen, nee, das machen wir nicht so, nehmen die Tradition, wie sie ist. Wo würden Sie sagen, ist Kritik angemessen oder wo wird sie formuliert, an welchen Punkten? Kritik im Sinne von, dass wenn wir zum Beispiel über Gottes Bild sprechen, dass die sagen dürfen, zum Beispiel aber, warum macht das Gott so? Er hätte es auch anders machen können, so, also solche Dinge. Und das dürfen sie sagen, zumindest in unseren Formaten und auch stellen. Und, oder auch sagen, nee, finde ich nicht so. Also, finde ich nicht so. Oder auch sagen dürfen, ist ungerecht, wenn Gott so handeln würde. Also all diese Sachen dürfen sie äußern. Und das wird dann auch diskutiert. So.
Und also es ist für uns auch wichtig, dass sie alles äußern dürfen und all ihre Fragen stellen. Nochmal zurück, wenn ich das in einer normalen Moschee im Unterricht sagen würde, was würde dann vermutlich passieren? Wie reagiert der Lehrer? Wenn ich sozusagen Gott kritisiere und sage, wieso macht er das so? Ja, also in meiner Kindheit habe ich immer gehört, aber auch von zu Hause, das ist verboten, das darf man nicht sagen und diese Frage darf man nicht stellen. Man darf nicht fragen. Man darf, ja. Genau. Aber es ist keine Regel. Ne? Also also ich bin immer so der Meinung, dass ich dann denke, wenn man eben diese Fragen hat, die hat man ja nicht in einem Vakuum, sondern man lebt ja irgendwo und so entstehen auch, weil es das, also es passiert ja eine Dynamik in der jugendlichen Leben. In der Schule ist eine Dynamik, in der Moschee ist eine andere Dynamik, zu Hause ist eine andere Dynamik. Ja. Und so switchen sie in all diesen Bereichen und können manchmal auch Sachen überhaupt gar nicht richtig einordnen oder differenziert sehen. Und so ist es berechtigt, dass sie diese Fragen stellen. Und ich durfte sie auch stellen als Kind und Jugendliche und das hat mir sehr gut geholfen. Mhm. So. Und von daher ist es mir persönlich auch wichtig, dass sie das dürfen, weil das bringt sie immer weiter. Und es sind ja vermutlich doch nicht Einzelne, die diese Fragen haben, sondern viele, die diese Frage haben. Die im Grunde, sie ist immer in den Köpfen und es tut gut, jetzt das mal fragen zu dürfen und darüber zu sprechen und nachzudenken und gemeinsam zu überlegen. Genau. Befreit irgendwie. Mhm. Kann ich mir richtig vorstellen, wie sich das so anfühlt, wenn irgendwie so Tabufragen plötzlich, da darf man sagen. Mhm. Ja. Oder einer hat mich vor 2 Wochen gefragt, warum gibt es denn so viele Völker zum Beispiel oder Religionen? Also Gott hätte es ja auch anders machen können, wäre ja einfacher für uns alle. Und es ist eine spannende Frage so. Und da haben wir auch darüber diskutiert und der Koran äußert sich auch zu dieser Frage. Und das haben wir uns auch genauer angeschaut. Da gibt es eine sehr berühmte Sure, ja, wo das steht. Ja, genau. Sure 5, ja. Ja, genau. Und so... und so können sie, und dann sagen sie, ah ja, eigentlich macht es Sinn, weil nur so können wir auch voneinander lernen. Ja. Und nur so kann ich auch von den anderen lernen. Also Verschiedenheit ist im Grunde Gott gewollt. Ja, genau. Damit wir unterschiedliche Perspektiven haben und uns kennenlernen und austauschen. Genau. Und so uns weiterentwickeln, tatsächlich in dieser Dynamik. Ja. Mhm. Sie haben gesagt, die Jugendlichen bringen eigene Fragen mit aus der Schule. Was sind das für Fragen? Fragen aus dem Religionsunterricht oder Philosophieunterricht oder wie nennen Sie das? Ethikunterricht. Ja. Bin ich jetzt nicht sicher, ob das so heißt. Ja. Da wird eben über Gott gesprochen und da sagt zum Beispiel eine, Gott gibt es nicht. Und da fühlen sich dann muslimische Jugendliche natürlich nicht genötigt, aber so angespornt, doch zu antworten. Ja. So. Wissen aber nicht, was sie antworten sollen oder wie sie argumentieren sollen. Und so kommen sie dann mit dieser Frage und dann, wir bereden das alle in der Gruppe zum Beispiel. Und so haben sie dann Impulse von den anderen. Es geht nicht darum, die Schüler dann zu überzeugen, dass es Gott gibt, sondern einfach so von der Perspektive, von der eigenen Perspektive, zu erklären oder veranschaulichen, dass sie eben an Gott glauben und dass es für sie eben Gott gibt, aus diesen Gründen, so zum Beispiel. Ja. Und das hilft ihnen dann auch. Das heißt aber auch, die Diskussion führt nicht immer zu einem ganz eindeutigen Ergebnis, sondern man bespricht die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven. Genau. Und es gibt jetzt nicht so diese Schwarz-Weiß-Antwort, die ich mit nach Hause nehmen kann. Genau. Oder nicht in allen Fällen. Ja? Genau. Also das Dinge dürfen auch offen bleiben. Es müssen nicht alle übereinstimmen. Ja. Und es ist dann auch gut so. Ja. Und wenn Sie sagen, Diversität ist uns wichtig, meinen Sie damit auch Diversität innerhalb der islamischen Strömung? Genau, innerhalb der islamischen Strömung, genau. Ja. Weil viele denken, es muss ja jetzt nur eine Wahrheit geben oder nur eine richtige Rechtsschule oder wie auch immer. Aber das gab es in der Tradition nicht. Und die Rechtsschulen sind bis heute noch erhalten und die sind unterschiedlich in einigen Sachen. Aber keine hat
keine Rechtsschule hat selber den Anspruch zu sagen, ich bin richtig und alle anderen sind falsch. Und das haben auch die Gelehrten damals nicht gemacht. Und von daher ist das so eine neue Denkstruktur. Und das ist das was, was die Jugendlichen nicht im Kopf haben von zu Hause? Das ist ja, soweit ich das weiß, ein sehr klassisches Modell, dass man sagt, Islam zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir diese Vielheit immer haben und dass wir nicht sagen, von den Rechtsschulen, eines ist richtig, alle anderen sind falsch. Mm. Ist das für die Jugendlichen ein Gedanke, den sie aber im Grunde in ihren Köpfen gar nicht drin haben, von ihrer normalen Erziehung her? So dass sie denken, im Grunde nur wir sind richtig und die anderen sind alle komisch? Mm. Ich glaube, dass es, wenn es so direkt oder so auch offen angesprochen wird, aber wenn sie auch merken an Beispielen, wie unterschiedlich das tatsächlich ist, dass sie es dann auch vor Ort quasi erleben. Und auch sehen und auch reflektieren, sondern okay, nach meiner Rechtsschule machen wir das so. Können Sie mal ein Beispiel geben, wo solche Unterschiede sichtbar werden zwischen den Rechtsschulen? Zum Beispiel, wenn man sich schneidet und blutet, müsste man nach der hanefitischen Rechtsschule zum Beispiel die Waschung nochmal wiederholen. So. Nach der melikitischen braucht man das nicht so wiederholen. Also das heißt, man wischt das einfach nur ab. Und man kann sein Gebet verrichten, normal. Ja. So. Genau. Ja, und das sind auch Sachen, die sie selber erfahren haben. Klar. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und das bekommt dann eine andere Lebendigkeit. Ja. Und sie erleben, dass ihre Religion tatsächlich auch lebendig ist und greifbar ist. Und jetzt keine Theorie oder keine Vorstellung, die dann abseits ist, sondern wirklich präsent ist in ihnen und das stärkt sie dann auch in dem was sie tun oder in dem, was sie sagen, aber auch in ihrer schulischen Laufbahn, also merke ich immer wieder. Das heißt, es tut ihnen gut für ihre gesamte Entwicklung, sie werden selbstbewusster, haben Sie gesagt? Selbstbewusster, genau, bringen sich einem Unterricht also auf eine reflektierten, durchgedachten Weise und oft, glaube ich, berichten sie auch, dass sie dann den Unterricht, also das belebt auch den Unterricht, also das nicht nur durch sie, also ich will jetzt nicht sagen, das sind Experten oder so, aber dass dadurch, was sie lernen, auch wieder transportieren mit in die Schule. Ja. So. Und das ist, glaube ich, auch für sie wichtig, also dass sie merken, sie können das, was sie gelernt haben, weitergeben. Und dass auch andere davon profitieren können, müssen nicht Muslime sein, sondern eine ganze Klasse zum Beispiel oder im Unterricht. Und das ist das, was Sinn für sie macht und was sie auch so motiviert. Das klingt jetzt so, als würde diese im Grunde wie so eine Diversitätserziehung, als würde das eigentlich in fast allen Fällen funktionieren. Ist das so? Dass die Schüler und Schülerinnen das im Grunde wirklich mit Stolz aufnehmen und sagen, das ist bei uns so, ja, wir akzeptieren die Verschiedenheit innermuslimisch? Also in unseren Formaten ist es natürlich unterschiedlich, weil auch die Formate, die jetzt gerade laufen in den Moscheen, in diesem Peer-Projekt, nicht alle gleich sind. Es kommt natürlich auf die Schüler und Schülerinnen an. Und auch es gibt ein Format zum Beispiel, wo wir dann ganz mit der Basis anfangen mussten, also der Referent, der das macht, weil die Schüler einfach eine ganz andere Fragen hatten. Und so war sozusagen unser Konzept und unser Themenvorschlag da nicht passend zu dem Zeitpunkt. Und andere eben sind schon nach kurzer Zeit so weit gekommen, dass sie tatsächlich auch in anderen Bereichen eingespannt werden konnten. Zum Beispiel auch Dialogveranstaltungen oder kleinere Projekte, die sie auch interreligiös mitgestalten durften. Und so sozusagen von der Theorie, aber auch nach außen in die Gesellschaft das einbringen und auch sagen, wir gehören dazu und wir möchten uns positiv einbringen und möchten auch hier etwas Gutes beitragen in dieser Gesellschaft, in der wir leben und wir uns auch als Teil der Gesellschaft hier sehen, und zwar in der Mitte und nicht am Rande. Und haben Sie manchmal Probleme mit jetzt extremistischen Jugendlichen? Also man liest ja viel über die Anziehungskraft der sogenannten Salafisten, die über das Internet immer wieder Jugendliche gewinnen. Tauchen die bei Ihnen auf? Und wenn ja, wie geht das dann? Genau, also wir arbeiten hauptsächlich präventiv. Ja. Aber das wäre dann sozusagen der
Der andere Pol, also da müsste man intervenieren, in der Fachsprache heißt es ja so. Es gibt, also mir persönlich sind natürlich solche Jugendliche begegnet. Ja. Da habe ich aber nicht für den Fachrat offiziell gearbeitet. Aber ich meine, wenn die jetzt in so einer Gruppe in der Moschee einfach dabei sind, passiert das häufig? Oder es klingt jetzt eher so, als käme das ganz selten vor? Eigentlich ist es, kommt es sehr selten vor. Selten, ja. Also wenn, dann sind es eher zwei Gespräche, die dann stattfinden mit so einer Person. Ja. Das heißt, Sie haben nicht häufig dann Störungen, dass Jugendliche sich melden und sagen, ist doch alles Quatsch und nur meine Richtung ist richtig und ich habe gelernt bei wem auch immer im Internet, das ist alles Blödsinn, was die Frau Wagi da erzählt. Das erleben Sie nicht häufig oder überhaupt noch nicht. In den Bildungsformaten, die jetzt im Fachrat laufen, haben wir bis jetzt nicht erlebt. Ja. Nee. Aber in einem anderen Kurs habe ich persönlich erlebt. Und da ist es schon so. Genau. Ja. Und in dem Moment, wo das, was Sie vermitteln wollen, bei den Jugendlichen ankommt, dass diese Vielheit innerislamisch etwas Gutes ist und nichts, was man abschaffen müsste und bekämpfen müsste, das stärkt die Jugendlichen, sagen Sie, und das bringt sie voran, ja, weil das irgendwie an den Horizont erweitert. Horizont erweitert, aber auch also ihr Verständnis von Religion auch ausweitet oder weiterentwickelt. Mhm. So, und sie merken, dass eben Religion eben etwas ist, was man tatsächlich lebt. Ich glaube, das ist sozusagen dieses Besondere, also etwas, was man lebt, was man erlebt, was lebendig ist, was auch dynamisch ist und ein Prozess ist. So. Und Sie wenden sich an die Jugendlichen, die von Haus aus beten, die in die Moscheen gehen. Also wenn man so will, die religiös Praktizierenden unter den jungen Muslimen. Können Sie sagen, wie ist da eigentlich die Stimmung? Es gibt ja in der allgemeinen Meinung zwei sehr unterschiedliche Bilder. Mhm. Die einen sagen, die werden immer religiöser und die anderen sagen, nee, in Wirklichkeit bröckelt das muslimisch genauso wie überall sonst auch. Nur, dass man es nicht so sieht. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist, dass die Religion schon eine Rolle spielt, sogar eine große Rolle. Ja. Aber unterschiedlich. Also für die einen ist es sehr wichtig, das ist eine Lebensqualität, ein Lebensmodus. Also das heißt, sie bemühen sich und sie möchten Positives beitragen, sie möchten Gutes tun, sie möchten das Gelernte weitergeben und so weiter und so fort. Andere brauchen sozusagen diese Wärme und diese Nähe, die ein Glauben geben kann. Weil Glaube, also von der arabischen Sprache Iman, bedeutet eigentlich auch also sicher sein. So. Mhm. Und aber sind nicht so tief interessiert an Rechtsfragen zum Beispiel. Ja. Und von daher, also Religion ist wichtig, aber halt in unterschiedlichen Nuancen, sage ich mal. Und da müsste man natürlich schauen, okay, was braucht jetzt diese Person? Was kann man ihr geben? Woran kann man sie stärken, damit sie dann auch auf ihre Art und Weise und in ihrem Tempo sozusagen weiterkommt? Aber nicht überfordert wird und auch nicht irritiert wird. Also wenn man dann zu viel gibt, so, hier kann das und das und das kannst du auch noch lesen, das klappt meistens nicht so gut. Ja. Genau. Nun sprechen Sie auf Ihrer Internetseite davon, es sei eine neu entstandene muslimische Kultur, mit der Sie es zu tun haben. Wir haben im Titel ganz frech gesagt, welche Bildung braucht die deutsche Moscheejugend. Ja. Würden Sie das so auch von sich aus unterschreiben, dass Sie sagen, wir haben es mit deutschen muslimischen Jugendlichen zu tun? Das ist ja etwas, was in der allgemeinen Debatte sehr umstritten oder gerade kontrovers diskutiert wird. Ja, also da würde ich mal kurz zurück zu der ersten oder zweiten Frage, was die Moscheen angeht, nochmal was sagen wollen. Und zwar diese Moscheen sind ja entstanden vor langer Zeit und das war ja die erste Generation, die das quasi selbstständig aufgebaut hat. Ja. Und deren Ziel war es, die erste Generation war ja hier ziemlich einsam und allein so und fanden es hier dunkel oder wie auch immer, kalt. So kalt, dunkel, alleine. Man hat eine große Familie verlassen, plötzlich nach der Arbeit ist man alleine oder man muss gucken, wo man was zu essen bekommt. Ja. Und so sind diese Moscheen eigentlich dafür da, um die Familien und das Zusammenleben der Familie aufrechtzuerhalten. Ja.
und das soziale Leben irgendwie zu beleben und nebenbei auch die Kinder zu unterrichten. Auch damals mit dem Hintergrund, dass die sowieso zurückkehren in die eigene Heimat und so könnten dann ihre Kinder auch Anschluss bekommen in der Schule. Deswegen auch die Muttersprache oder die Lehre. Also im Grunde wie so eine Wärmestube für die Migranten. Für die Migranten, genau. Ja. Aber heute, dritte, vierte Generation, aber auch allein die zweite Generation. Ja. Also heute merken wir, dass eben die Gesellschaft ganz andere Fragen mit sich bringt und auch Belange und aber auch Bedürfnisse. So. Mhm. Und die sozusagen im Gegensatz zu der ersten Generation sich so verändert hat, dass es nicht mehr kompatibel ist. Ja. Und die jungen Leute sind eben hier sozialisiert, sie haben auch nicht vor, irgendwie zurückzukehren, kennen vielleicht quasi die Heimat der Eltern aus dem Urlaub, Sommer oder wie auch immer. Und merken aber trotzdem im Alltag, okay, da ist vielleicht ein Besteck oder irgendwas, was an die Heimat erinnert. So. Auf der anderen Seite draußen ist es aber eine ganz andere Welt. So. Und so haben sie auch ganz andere Fragen. Und also alles, ne? Also von Ehe bis also darf man, also ist für einige auch gar nicht mehr so falsch zu denken oder nicht falsch, das ist das falsche Wort. Ja, also fragen sie sich auch schon, also jetzt, ob ich jetzt einen Türken heirate, weiß ich gar nicht. Es sind ja so viele andere Muslime. Aber die Eltern wünschen sich natürlich dann, ja, meinetwegen für ein türkisches Mädchen einen türkischen Mann zum Beispiel, also ist keine Regel, auch kein Zwang. Aber viele junge Leute sind schon offen, also sagen, nö, also Muslim muss er schon sein, aber genau, muss jetzt nicht unbedingt, kann auch Albaner sein oder wie auch immer. Also auch solche Fragen, die dann neu gedacht werden. Oder faktisch ja nicht Albaner, sondern in Wirklichkeit Deutsche, oder? Ja, genau. In der Regel, ja, genau. Mit so albanischem Hintergrund. So, oder mit albanischer Vorgeschichte. Genau. Ja. So. Und das sind so halt so ganz neue Fragen auch, ja, mit, die einfach so entstehen, weil die Gesellschaft eben so multikulturell ist. Ja. Aber auf der anderen Seite ist Religion auch wichtig geworden für viele Menschen, nicht nur für Muslime, und merken, okay, da ist kein Platz, meine Religion auszuüben, im Sinne von, man wird kritisiert oder der andere hat vielleicht auch Angst vor zu viel Religion oder Vorurteile. Und so versuchen sie da zu balancieren und eine Möglichkeit zu finden, wie können sie trotzdem religiös sein, aber auch natürlich deutsch sein, im Sinne von hier zu der Gesellschaft gehören, ja, aber auch auf der anderen Seite ihre eigene Tradition auch nicht leugnen. So. Das heißt, ihre Kultur ist nun mal da, auch in der dritten und vierten Generation und soll auch da sein, finde ich persönlich sehr gut. Ja. Aber auch die hilft einem dann irgendwann auch tatsächlich auf dem Boden zu sein. Und da sind all diese Kulturen oder Facetten, die sie miterleben in Schule und so weiter, das prägt sie dann irgendwann so sehr, dass sie dann auch anfangen tatsächlich zu differenzieren und auch zu sagen, okay, ich bin vielleicht meinetwegen türkisch, bin hier geboren, aufgewachsen, habe da meine eigene Tradition, die finde ich auch schön und gibt mir auch viel Wärme, ja, beispielsweise. Aber es ist klar, dass ich dann hier bleibe und hier studiere und hier auch meine Familie gründe hier weiterlebe und ich ein Teil Deutschlands bin und vor allem ich dann hier auch dazu gehöre. Und das soll die Mehrheitsgesellschaft auch verstehen. So. Wir sind schon um mit unserer Zeit. Ja. Vielen Dank, Frau Rohr. Schlusswort.